So, wir haben einen neuen Pokémon-Trailer erhalten. Wie ihr gesehen habt, sind die meisten schon bekannt, aber lasst uns trotzdem einen kurzen Blick drauf werfen, denn es gibt einen neuen, den wir davor noch nicht getroffen haben. Und das ist hier Krabbox. Ja, ein richtiger Boxer, mit den Fähigkeiten Scherenmacht, also ähnlich aufgestellt wie Krebskorps, was ich sehr interessant finde, beziehungsweise Krebutak, ist mal wieder eine Art Krabben-Pokémon, das jedoch diesmal, ich sag mal, in eine deutlich andere Richtung geht. Sieht ein bisschen aus, ja, ich meine, er soll Boxer darstellen. Einige werden sagen Klitschko, andere werden sagen Froh des blauen Auges, Axel Schulz, aber es geht alles so ein bisschen in die Richtung. Und der Scherenmacht sorgt eben ja dafür, dass das Pokémon den Angreifer daran hindert, seine Verteidigung, seinen Angriff zu senken. Was auch gut ist, weil man so eine Art Schutz der Eisenfaust hingegen verstärkt eben die Attacken von Faustattacken. Ich glaube, 20%, und die Frage ist halt, ob das ihm tatsächlich etwas bringt. Ich meine, klar, es gibt sehr, sehr viele gute Attacken, aber da müsste das hier natürlich erst lernen. Ich glaube aber schon, dass man das dementsprechend auch bedenken wird. Ist vom Typ Kampf, was sehr interessant ist, ist es nicht Wasser, in keinster Art und Weise, obwohl man das bei einer Krabbe natürlich bisher immer hatte, dass es Wasser ist, also rein Monokampf, okay. Gut, ich finde das Design interessant. Ich bin gespannt zu sehen, was sie noch daraus machen. Genau, und da haben wir unser Sandburg-Pokémon, Sankabu. Was sich dann zu Kolosand entwickelt. Ich finde, die beiden Namen sind eigentlich ziemlich gut. Sehr, sehr interessante Fähigkeiten. Namen oder Namensspiele, die man hier mit Sand angreift. Oder mit, Sand anstreift, besser gesagt. Ja, verklumpen. Die Fähigkeit, die er hat, bedeutet im Prinzip, dass man an der Wassertocke getroffen wird. Wird die Verteidigung des Pokémon um 2 Stufen erhöht. Ist also ein bisschen wie die Fähigkeit, die 3 Musketiere haben, Redlichkeit. Jedoch ein bisschen anders, weil es wirklich um 2 Stufen erhöht wird, was ziemlich stark ist. Natürlich ist es aber hingegen sehr effektiv, was bei Redlichkeit nicht unbedingt der Fall ist. Da es Boden ist, also aber man muss sich natürlich dann überlegen, wenn wir dieses Pokémon angreifen und riskieren, dass die Verteidigung erhöht wird. Aber wie macht man das? Ist also ganz interessant, weil natürlich Sand standfester wird, wenn er mit Wasser in Berührung kommt. Da gibt das sehr viel Sinn. Na, da sehen wir es jetzt. Und Verklumpen sorgt dafür, dass seine Verteidigung stark steigt. Dann haben wir jetzt endlich auch die deutschen Namen von Vorentwicklung vom Pedobär, nämlich Felursi oder Velursi, das weiß ich jetzt gar nicht genau, ob man es Felursi oder Velursi aussprechen wird, aber er hat ebenfalls die Fähigkeit Flauschigkeit und Tollpatsch, hat sich, habe ich schon gesagt, eigentlich wenig geändert. Er hat ebenfalls normalen Kampf, hoffentlich wird es eine normale Vorentwicklung sein und kein Baby. Weil, ja, Babys sind so ein bisschen außerhalb der Mode zum Glück gekommen, weil sie eigentlich überhaupt keine Vorteile bieten, aber ja, ich bin jetzt für das Design jetzt komisch, so ein bisschen, aber okay. Okay, das ist aber lustig, es hat noch einen Beipackzettel da unter seinem Schweif, das ist lustig. Der Hammer.
Ja, genau. Das sind Sachen, die wir frisch von der Gamescom immer wieder bekommen. Läuft ja doch heute, danach nicht mehr. Am 23. November 2016 ist das Ganze erhältlich. Könnt ihr euch holen, wenn ihr wollt. Ich hoffe, dass ihr es euch alle holt, weil das Spiel wird scheinbar sehr, sehr gut. Und ich hoffe auch, dass wir es irgendwie früher bekommen, weil ich werde jedes Mal aggressiv und traurig zugleich, wenn ich dieses Datum 23. November 2016 sehe oder im amerikanischen Trailer den 18. Aber danke für eure Aufmerksamkeit. Schreibt mir eure Meinung zu neuen Pokémon und bis dann.